Ja, und dann ist das. Dann ist er rum. Da muss ich noch irgendwie davor stehen. Dann ist, wir sind hier in dem Doppelort Alof-Kirspenich auch infrastrukturell sehr gut aufgestellt. Wir haben also von der Grundschule, Kindergarten, einen kleineren Lebensmittler, Ärzte und Apotheken, sodass man hier als Familie sich rundum wohlfühlen kann und gut und bestens versorgt ist. Von daher freue ich mich, dass Sie das erkannt haben, auch als zukünftige Neubürger. Und ja, kann quasi sagen, Sie werden meine Nachbarn. Weil ich wohne nämlich selbst hier in diesem Altbereich der Hartburgstraße und freue mich ganz besonders, Sie dann auch hier begrüßen zu dürfen, sowohl als Bürgermeisterin, aber auch als Nachbar. Es ist ehrlich gesagt schon lange her. Vor 15 Jahren habe ich mich das erste Mal mit diesem Gebiet hier befasst. Damals haben wir erste Pläne entwickelt, haben Gespräche mit der Gemeinde geführt, mit den Eigentümern. Aber man hat damals gemerkt, die Zeit war noch nicht reif für dieses Gebiet und deshalb wurde es auch erst nochmal ad acta gelegt. Erst 10 Jahre später, oder gut 10 Jahre später, gab es dann weitere Gespräche zu diesem Gebiet. Man hat sich der Sache wieder langsam genähert und auch da muss man sagen, dass das hier in Bad Münstereifel schon sehr besonders ist. Der Ausschuss, der Rat steht zu 100% hinter der Gemeinde. Man vertritt keine politischen oder eigenen Interessen, sondern man handelt im Interesse der Kommune, im Interesse der Bürger. Das hört sich jetzt erstmal so an, als müsste das ja sowieso so sein. Ich kann aus Erfahrung sagen, es ist aber nicht überall so, sondern es hat hier ganz besonders in Bad Münstereifel gut geklappt. Und letztes Jahr, als die in jeder Hinsicht junge Bürgermeisterin hier angefangen hat, hat sie auch direkt mit diesem Gebiet hier gestartet. Ich glaube, das war eines der ersten größeren Sachen in dem 100-Tage-Programm. Und auch da mussten sehr schnell mutige Entscheidungen getroffen werden. Und es hat sich schnell rauskristallisiert, dass wir in Frau Preiser-Marian eine Person gefunden haben, eine Bürgermeisterin, die innovativ denkt und pragmatisch handelt. Und das ist wichtig, wenn man ein Gebiet wie dieses hier tatsächlich umsetzen möchte. Wir haben junge Familien, wir haben die Generation 50+, die aus Bad Münstereifel hier hinziehen möchte, weil es in Bad Münstereifel im Augenblick wenig Baugebiete, wenig Baugrund gibt, auf dem man bauen kann, die jetzt gezielt hier nach Alof-Kirspenich ziehen. Wir haben die umliegenden Kommunen, Euskirchen, Mechernich, bis hin nach Rheinbach, die jetzt gezielt hier nach Alof-Kirspenich kommen. Und wir haben dann die großen Ballungszentren Köln, Bonn, aus denen die Menschen hier hinziehen, aus vielerlei Gründen, auf die ich gleich nochmal eingehen werde, hauptsächlich aber auch, weil es hier bezahlbaren Baugrund gibt. Denn ein freistehendes Einfamilienhaus in Köln, das können sich heute, glaube ich, nur noch die wenigsten leisten. Das sind eben Faktoren, die dafür sprechen, dass man von, auch teilweise von weiter weg hier hinzieht und etwas Fahrzeit zum Arbeitsplatz in Kauf nimmt. Zu dem Gebiet selber noch ganz wenige Worte. Wenn Sie hier stehen und sich umschauen, muss man eigentlich gar nicht mehr viel sagen. Es ist von der Lage her wunderschön. Sie haben eine tolle Anbindung, gute Infrastruktur, aber man hat auch diese herrliche Natur direkt vor der Haustür. Sie können alleine oder mit dem Hund nach 100 Metern im Wald spazieren gehen. Die Kinder können hier spielen und in einer behüteten Umgebung groß werden. Man hat also Voraussetzungen, die wirklich selten in dieser perfekten Kombination zu finden sind. Ich werde fahren. Ja, perfekt. Vorsicht. Nicht vors Gesicht, ne? Genau, nochmal freundlich lächeln. Wir ändern auch das Datum, mehr kann ja nicht in der Schule sein. Perfekt.